Wenn Sie eine Kreditkarte verwenden und Sie bezahlen eine Restaurantrechnung, zum Beispiel 50 Euro, unterschreiben Sie den Beleg mit Ihrer Unterschrift. Dann erzählt man Ihnen wahrscheinlich die Geschichte, dass der Wirt nach 2-3 Tagen dann das Geld von der Kreditkartenfirma erhält mit ein bisschen Abschlag. Sie zahlen das dann 6 Wochen später mit einer Sammelrechnung und in der Zwischenzeit borgt Ihnen jemand Geld, so lautet also hier die Legende, und dafür zahlen Sie die Gebühr bei der Kreditkartenfirma. Tatsächlich passiert aber etwas völlig anderes. Wenn Sie hier einen Schuldschein unterschreiben, ja, mit Ihrer Unterschrift, zum Beispiel 50 Euro, dann haben Sie in Wirklichkeit ein Wertpapier geschaffen. Ja? Sie können mit diesem unterschriebenen Beleg sofort zu einer Bank gehen und sagen, ich hätte gerne 50 Euro dafür, denn das ist ein unterschriebener Schuldschein. Und ein unterschriebener Schuldschein in unserem System ist ja Geld. Das heißt, jeder, der mit Kreditkarten einkauft, erzeugt sich laufend selber das Geld, das er braucht. Und nur dafür, dass er das nicht erfährt und das nicht weiß, zahlt er die Gebühr. Die Bundesregierung kann sich der Einsicht nicht entziehen, dass die Rettungsfonds nicht funktionieren. Und wenn sie in dieser Situation die Eurobonds ablehnt, dann macht sie sich verantwortlich dafür, dass die Europäische Zentralbank in wachsendem Ausmaß Ramschanleihen aufkaufen muss. Wenn die europäischen Banken zusammenklappen, dann klappen auch die amerikanischen Banken zusammen. Dann ist der Dollar tot. Niemand in der Welt ist mit Allwissen irgendwie gesegnet. Deshalb müsste ich weder Sie noch die Blaupause für das Gesetz schreiben lassen. Ist nicht die Demokratie. Die Demokratie verlangt, dass Sie das Fachwissen haben und Sie und nicht die frische Frage, ob der Teich ausgetrocknet werden soll. Wenn Sie sich eine Blaupause von der Deutschen Bank schreiben lassen, wie Ihr Gesetz auszusehen hat oder Ihre Vorlage auszusehen hat, wenn die Geschichte stimmt, was der Monitor vor einer Woche berichtet hat, dann ist das ein Skandal. Das ist nicht das, was Demokratie sein soll. Und dass Ihre Aufgabe wäre, das Fachwissen ins Parlament zu holen, das Fachwissen in Ihre Abteilung zu holen und es nicht bei denen zu holen, über die sie richten. Aber solche Länder, die dann übereinander herfallen und noch weitere Bodenschätze haben, die laden ja auch dazu ein, dass man eben humanitär hilft durch die NATO. Das wäre dann auch eine Möglichkeit. Sie erwähnen die NATO, darüber möchte ich lieber nichts sagen. Das sind die größten Kriminellen, die ich kenne. Ich werfe den Ratingagenturen keineswegs vor, dass sie Italien oder Irland abwerten. Ich werfe ihnen vor, dass sie Amerika und Großbritannien nicht abwerten. Also das zweierlei Maß werfe ich ihnen vor. Ich würde sagen, der Dollar ist nicht mal das Papierwert, auf dem er gedrückt ist. Absolut nichts. Edward Keynes hat das Experiment von Vörgl sogar erwähnt und gesagt, dass Unter Guggenberger mehr für die Menschheit getan hat als Marx. Also da kann man schon sagen, es ist nicht nur nicht verborgen geblieben, man musste es bemerken. Ja, es hat sehr hohe Wellen geschlagen und diese Wellen sind auch an die Tür der Nationalbank in Wien geschlagen. Wir haben vieles an Regulierung seit 2008 erreicht, aber noch nicht genügend. Sie haben 30 Jahre bei der Weltbank gearbeitet. Ich möchte es mal in einem Satz zusammenfassen. Sie sagen ja konkret, Vorsicht bei der Wahl der Geldgeber. Allerdings, und zwar bei allen. Aber vor allem Vorsicht bei Krediten von Weltbank und IMF. Da würde ich mich fernhalten davon. CanFM ist eine Produktion von Sektor.